Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Dies ist ein ernsteres Thema, denn es wird sich heute um meinen schlimmsten Reitunfall gehen. Das habt ihr ja sehr oft angefragt und ja, ich wollte euch das heute einfach mal in diesem Video wirklich erklären, was damals passiert ist und ja, das braucht auch auf jeden Fall ein extra Video. Genau. So, was passiert ist, es war 2016, damals bin ich noch Valentino geritten, da hatte ich Valentino ja noch relativ kurz und ich war noch so klein, dass ich ihn auf jeden Fall noch reiten konnte. Ich war mit meiner Schwester ausreiten, sie ist auf Gollum geritten und ich auf Valentino und wir haben halt einmal so eine Marsch, da sind halt so verschiedene Sandwege, aber wenn man auch weitergeht über eine Straße, also eine Hauptstraße, kommt ein Bundeswehrgelände, wo die Bundeswehr übt, aber am Sonntag dürfen wir halt von unserem Reitstall da auf jeden Fall in dieses Gelände rein. Genau. Da sind natürlich dann auch andere Leute, wie zum Beispiel illegale Motorradfahrer, dann Leute mit ihren Hunden oder solche Leute, die da dann einfach reingehen. Und ja, der Ausritt war am Anfang noch mega cool, wir hatten mega Spaß, haben Videos gemacht und alles. Und waren dann auch schon echt weit drin sozusagen im Gelände und haben natürlich nichts geahnt. Auf einmal jagen von hinten zwei so riesen Hunde. Ich weiß nicht mehr, welche Rasse das war oder so. Darauf habe ich auch echt nicht mehr in dem Moment geachtet. Zwei so richtig große Hunde, die einfach so groß sind wie Valentino, auf uns zu. Natürlich haben die sich mega erschrocken, die Pferde. Ich war natürlich bei Valentino ohne Sattel. Meine Schwester konnte sich natürlich noch halten, weil sie auch einen Sattel hatte. Und ja, dann ist Folgendes passiert, dass ich Stück für Stück so runtergerutscht bin, ihn immer noch festgehalten habe mit einer Hand an den Zügeln. Also ich hatte halt eine Trense drauf, aber ohne Sattel. Ich wollte ihn halt nicht loslassen, weil ich ja schon gesagt habe, dass da eine fette Straße kommt, wo einfach Autos mit 100 km/h gefühlt langbrettern. Und ich einfach nur Angst hatte in dem Moment, dass er über die Straße rennt. Gleichzeitig hatte ich Angst vor den Hunden, habe nur noch Hufen irgendwie in meinem Gesicht gesehen. Also das war einfach wirklich ganz schlimm. Und dann wurde ich erstmal irgendwie 10 oder 20 Meter, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich einfach so unter Adrenalin und Schock stand. Also wirklich diesen Tag werde ich nicht mehr vergessen. Ist er dann sozusagen auf mir drauf galoppiert und dann habe ich ihn nach irgendwie so 10, 20 Metern losgelassen. Und er ist losgerannt, natürlich immer noch, und diese Hunde, keine Ahnung, wo die dann verschwunden sind, das habe ich auch gar nicht mehr gesehen, sondern ich habe nur noch auf das Pony geachtet, was dann da weggaloppiert ist. Dann meinte ich nur zu meiner Schwester, geh hinter dem Pony her, und sie hat mich nur angeschaut, ich bin halt aufgestanden und habe die dann so durch die Büsche, ich meine, Valentino hat ja auch keinen normalen Weg einfach eben außenrum, sondern ist natürlich durch die tiefsten Büsche und irgendwelche Stöcker und was da alles auf dem Boden liegt, da rumgerannt und ja, ich bin dann losgerannt, habe gar nicht auf diese Leute geachtet, die waren echt 100 Kilometer entfernt gefühlt. Also die habe ich auch gar nicht gesehen, aber die hatten ihre Hunde sozusagen nicht unter Kontrolle und auch nicht an der Leine oder so. Und haben mir auch nicht geholfen, obwohl ich da am Boden lag und die das eigentlich hätten sehen müssen. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden und habe schon gemerkt, ah, mein Auge, das hat hier halt angefangen so zu bluten. Und ich habe halt auf die Hand geschaut und hatte schon so Blut in der Hand einfach und bin dann einfach weitergerannt. Das tat eigentlich auch noch gar nicht weh. Also ich habe halt nur dieses Blut gesehen und keine Ahnung, bin dann aber einfach weitergerannt. Und ja, wir waren ja auch schon echt weit drin, weshalb der Weg dann auch richtig lang war. Aber Gott sei Dank hat meine Schwester Valentino dann ganz am Ende bekommen. Der stand da dann und hat mega gezittert. Also das war wirklich kurz vor der Straße, ist da nämlich noch so eine Schranke. Und da hat er dann, als meine Schwester dann abgestiegen, und hat Valentino dann festgehalten und hatte dann beide Pferde. Ich bin dann gekommen und habe ihr dann sozusagen Valentino wieder abgenommen und wollte dann eigentlich nach Hause führen. Sie hat aber gleich gesagt, nee Hella, so kannst du jetzt auch nicht mehr sein. Wir konnten niemanden anrufen, wir wollten halt erstmal irgendwie zu Hause anrufen oder Rettungswagen oder so, weil das hat halt dann irgendwann schon weh, nachdem ich mich ein bisschen erholt habe. Wirklich richtig krass an meinem Auge. Und weil er auch einfach mit seinem Huf da drauf war, das muss man sich mal kurz vorstellen. Und dann hat Marilise mich auf Gollum gesetzt, hat sozusagen beide Pferde so geführt. Aber ich habe noch nicht geweint oder so, es hat halt richtig angefangen zu pochern so.
Und dann sind wir noch den ganzen Weg nach Hause, weil da halt auch echt kein Empfang war, geritten oder gelaufen, so weit es ging. Dann, als wir am Stall angekommen waren, dachte ich nur so, oh, ich muss ganz schnell nach Hause. Ich meinte so, Marilise, bitte bring beide Pferde eben weg, dann fahre ich jetzt direkt nach Hause. Dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt. Sie hat sozusagen in der Zeit die Pferde weggebracht. Habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin nach Hause gefahren, stand da dann vor der Tür, habe geklingelt bei uns zu Hause. Meine Mutter kam dann. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich noch gar nicht geheult, ne? Und da meine Mutter, wie siehst du denn aus? Und ich nur so, Und dann in dem Moment habe ich einfach angefangen zu heulen, weil ich wusste, ich sehe total schlimm aus. Also, dass mein Auge schon mega, keine Ahnung, anschwillt und einfach schon gepochert hat und so. Meine Mutter hat mich nur genommen und gesagt, also erstmal hat sie so ein Kühlpack richtig schnell geholt. Sie ist so richtig gerannt, ich glaube, so ist sie noch nie in ihrem Leben gerannt. Hat mir erstmal ein Kühlpack geholt und ist mit mir direkt in die Notaufnahme gefahren. Ja, dann waren wir da, aber Leute, ihr könnt euch die Scheiße nicht vorstellen. Wir saßen da gefühlte Stunden. Von Stunde zu Stunde ist mein Auge einfach immer mehr angeschwollen. Und ich dachte mir einfach nur so, Alter, können die sich mal beeilen? Wirklich, es war halt richtig schlimm. Ich weiß, dass die im Krankenhaus halt auch noch andere Patienten haben, aber es tat halt wirklich mega weh. Und irgendwie habe ich auch nichts Schmerzlinderndes bekommen. Und wie gesagt, es ist einfach die ganze Zeit immer weiter angeschwollen. Dann hat es einfach mega lange gedauert im Wartezimmer und es tat halt von Stunde zu Stunde einfach mehr weh. Er hat immer noch mega doll gepochert und auch das Kühlen hat halt einfach nichts mehr gebracht dagegen. Und ich hatte halt echt Angst, dass da irgendwas gebrochen ist oder so, weil wenn etwas so doll anschwillt, dann ist es halt auch echt krass. Und ja, meine Mutter hat eigentlich mir gar nicht geholfen. Sie hat einfach die ganze Zeit gelacht und hat irgendwelche Witze noch darüber gemacht und hat gesagt, mit dem zweiten sieht man besser und so. Und ich fand es halt gar nicht lustig in dem Moment. Ich kann mich wirklich bis heute daran erinnern, wie das einfach war. Und ich denke mir immer noch so, Mama, warum machst du denn so einen Moment? Mein Auge war halt schon so fett. Und ich weiß noch, dass die anderen Leute mich sogar vorgelassen haben, weil ich halt echt schon mega Angst hatte, was da jetzt ist, ne, mit meinem Auge. Und ja, genau, dann mussten die noch einen Ultraschall machen, weil ich halt die Geschichte erzählt habe, dass er auch auf mir so rumgaloppiert ist. Und dann hatte ich auch Flüssigkeit im Bauch, weshalb ich dann auch in der Nacht da bleiben musste. Das wollte ich natürlich gar nicht. Ich wollte halt nicht da bleiben, aber meine Mutter meinte, ja, das ist das Beste für dich, wenn du einfach da bleibst, falls irgendwas ist oder so, dass die dich dann halt direkt vor Ort haben. Und dann durfte ich halt nicht mit nach Hause, sondern musste halt da bleiben. Und dann war es halt auch richtig schlimm, weil die mussten halt jede Stunde kommen und dann so in die Augen leuchten mit der Taschenlampe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, falls ihr schon mal im Krankenhaus wart. Und ich habe mein Auge halt nicht mehr aufbekommen. Das war halt so zugequollen, dass man das nicht mehr öffnen konnte. Und ich kann euch jetzt mal ein Video einblenden, wie das einfach in dieser Nacht war. Und Leute, seht ihr das? Also ich konnte es halt einfach nicht mehr aufmachen. Egal, was ich probiert habe, ob ich da so gemacht habe oder so, es ging halt einfach nicht mehr auf, weil es einfach so zugequollen war. Und ja, dann am nächsten Tag durfte ich aber nach Hause, weil sich das irgendwie alles wieder verbessert hatte. Natürlich hatte ich blaue Flecken am ganzen Körper und halt dieses fette Auge. Ja, aber zum Glück war irgendwie nichts gebrochen oder sowas, sondern es war halt einfach mega fett. Also so ein fetter Bluterguss hatte ich, glaube ich, noch nie. Und ja, dann durfte ich erstmal zu Hause bleiben. Erstmal bin ich natürlich direkt wieder in den Stall gegangen, als ich auch so ein Auge hatte und habe irgendwas mit Gollum gemacht. Reiten konnte ich nicht. Ich habe dann longiert und habe überall eine Sonnenbrille dann getragen. Und es war halt kein Sommer mehr, sondern es war halt Krammermarktzeit. Ich musste es nochmal genau nachschauen, wann das jetzt genau war, der Unfall. Aber so Ende September, Anfang Oktober, so Krammermarktzeit. Und da war es halt auch einfach nicht mehr warm. Und ich bin da überall mit der Sonnenbrille rumgelaufen und alle so, Alter, hat die jetzt einen Schatten oder hat dir da jemand ins Gesicht geschlagen, ne? Und ich dann immer nur so hochgezogen und jeder hat einfach dieses Auge gesehen und wirklich diese Blicke von den Leuten. Ich habe dann auch ganz viel Spaß damit gemacht. Also dann tat es halt auch nicht mehr weh, muss ich sagen, nur da hat sich immer so eine Flüssigkeit gebildet, die mir halt so, die einfach richtig gejuckt hat und mir wehtat. Und dann bin ich immer mit so einem Q-Tip reingegangen, habe das dann immer so weggekratzt. Also es war halt super ekelig die Zeit. Und bis das wieder verheilt ist, wirklich, bin ich einfach so froh darüber. Aber das hat echt so lange gedauert einfach.
Und ja, Leute, es war einfach ein richtig schlimmes Erlebnis, aber danach bin ich einfach wieder Valentino geritten und ich wusste ja einfach, das lag nicht an ihm, sondern einfach daran, dass diese Hunde uns, wie gesagt, attackiert haben. Und ich meine, was sind das auch für Leute? Also meine Mutter hat sich da im Nachhinein so drüber aufgeregt, weil sie einfach nicht nachvollziehen kann, wie Leute so rücksichtslos sein können. Erstmal die Hunde freilaufen lassen, obwohl die wegrennen, dann auch noch andere Pferde attackieren und uns dann auch noch verfolgen. Und ich meine, ich lag da am Boden auch noch, dass die dann nicht kommen. Und die dann einfach irgendwie ihre Hunde da zurückrufen und uns da dann sozusagen im Stich lassen. Das, finde ich, geht einfach gar nicht. Und ja, aber kann man halt nicht machen. Ich kann mich gar nicht an die Leute erinnern. Ich weiß halt nur, das halt mit den Hunden und mehr halt nicht. Und ja, es war halt schon krass, aber so viele Stürze, wie ich in meinem Leben schon hatte, finde ich das heftig, dass der schlimmste Sturz sozusagen mit Valentino war, weil ich bin ja noch nie so richtig von Valentino gefallen. Man muss sich vorstellen, er ist 1 Meter groß und man denkt sich, da kann ja wohl nichts passieren. Und auf Gollum, der 1,60 ist, über solche Ochser gesprungen, wo ich dann reingefallen bin, da ist dann nie was Schlimmes passiert, aber dann bei sowas, sowas Krasses einfach, aber das lag ja nicht wirklich an dem Pferd, sondern einfach wirklich an den Hunden. Und danach hatte er erstmal eine Zeit lang echt Angst vor Hunden, immer wenn die von hinten angerannt kommen, also kamen. Aber ich glaube, das Trauma hat sich jetzt verbessert auf jeden Fall und ja, er ist auf jeden Fall entspannter mit Hunden geworden. Und da auch so viele Hunde bei uns im Stall sind, ist halt echt besser geworden. Und ja, das war's dazu. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann kann ich euch das jetzt einfach unter dem Video noch beantworten. Aber eigentlich war alles drin. Ich hoffe, ihr seid nicht zu schockiert von meinem Gesicht. Ja, aber ja, so sah es halt nun mal aus. Okay, dann bis morgen. Ciao.